jetzt auch eine 680, 670 oder sowas einbauen. Ja, haben halt eine AMD drin, das ist ja gut, aber das, was aktuell drin ist, ist auch schon wieder veraltet, ist auch schon wieder nicht 2013er Jahr, 2012, schon 2011 oder 2012. Ja, aber super, so schnell wie sich die Hardware ändert, da kannst du eigentlich nie eine gescheite Konsole machen. Das wird sich immer ändern. Doch, das geht schon. Und man muss mal wirklich mal. Ja, super, und dann bleibst du auf deinen Kosten sitzen, weil keiner sich irgendwie so eine Konsole kaufen will, die wo 8 bis 900 Euro kostet. Natürlich, was denkst du, wie viele die sich kaufen werden? Du musst nur die richtige Marketingstrategie finden. Du kannst die Menschen übelst manipulieren, ist ja. Und die ist? Was ist deine Marketingstrategie? Ja, du kannst Leuten alles andrehen, egal wie viel es kostet. Denkst du, wenn eine neue Konsolengeneration rauskommt, kaufen sie sich die alle. Außer die halt wirklich nicht genug Geld haben, die halt noch recht jung sind, aber die wo wachsen sind, selbst verdienen, die werden sich die auf alle, also denke ich mal, holen. Ja, aber trotzdem ist immer noch die Mehrheit von den Konsolenspielern eher Kinder, sag ich mal. Jugendliche, die noch nicht selbst verdienen. Eben, ja. Ja, ich sage, ist ja auch gut, dass es so wenig kostet. Wenn dein Kind Weihnachten zu dir kommt und sagt, Papa, kriege ich die PlayStation 6, die wo 800 Euro kostet? Natürlich. Ja, und was ist, wer wetten wir, dass die so mal so viel kosten wird? Denkst du, die werden billiger? Die werden auch teurer, kosten ja, 800 Euro. Die PlayStation 3 hat 500, glaube ich, gekostet, wie sie rausgekommen ist. Ja, jetzt kostet sie 400. Denkst du, nächste Jahr kostet 300? PlayStation 3. Ja? 4, ja. Meine ich. Die 4 kostet jetzt 400. Ja, denkst du, wenn die 5 rauskommt, kostet die auch 300, dann kostet sie 600 oder 700. Ja, die PlayStation 3 hat vor 6 Jahren 500 gekostet, oder was 500, ich glaube schon. Und ja, die war recht teuer am Anfang. Da war die Xbox billiger, jetzt ist ja die PlayStation billiger und die Xbox teurer. Was ich auch komisch finde, da kann ja die PlayStation echt nichts Scheides sein für... Ja, klar, aber wenn die Xbox schon 100 Euro teurer ist und für 400 Euro, was willst du da? Rechne dir mal zusammen, wenn du den PC für 400 Euro kaufst, kannst du kein Spiel mehr spielen. Aber schau dir da schon mal an, die Xbox One kann die Spiele nur in 720p darstellen, die PlayStation 4 in 1080p. Was, echt nur? Oh. Ja, siehst du mal, und wieso kostet sie deshalb 500 Euro? Ist schon komisch. Ja, weil die Xbox One ein Multimedia. Ja. Alles. Schon klar. Aber war es denn bei der Pressekonferenz? Bei denen stand im Vordergrund irgendwie. Ja, sie wollen nicht nur spielen, sondern wollen eine Multimedia-Plattform für die ganze Familie haben. Ja, doch, noch klar, deswegen gibt es die Xbox One auch in zwei verschiedenen Versionen. Bei der einen kannst du auch zocken, bei der anderen kannst du nicht zocken. Ja, ich meine jetzt aber. Rechne dir mal zusammen, PS4 kostet 400 Euro, so. Ich weiß ja nicht, was da an habe ich genau drin. Ich wusste es mal, aber ich weiß es jetzt nicht mehr, habe ich vergessen, so. Da ist ein Ding drin, was ist da drin? Fährst du mal zurück und holst bitte Ladewagen. Okay. Danke. Ich hole dann auch einen, wenn ich fertig bin. Na, jetzt mal angenommen, ja? Warte, ich muss hier noch fertig machen. Irgendwie bei solchen Thema Konsole und PC kommen wir immer so leicht ins Streiten, schon gemerkt. So eine Diskussion fangen wir an. Besser ja, ist auch gut so. Na, aber ich will jetzt nochmal kurz weiterreden. Bei der PS4, die kostet 400 Euro. Ja. Da ist Hardware verbaut für 400 Euro. So. Weil sonst macht ja keiner, dass er eine PS4 günstig verkauft. Die Hardware muss ja dann echt dermaßen scheiße sein, die da drin ist, dass ich die Konsole für 400 verkaufen kann. Zieh dir mal einen PC an. Gut, beim PC ist mehr dabei. Aber rechne jetzt einfach mal, Laufwerk ist ja auch dabei bei der PS4. Festplatte ist drin. Ja, Grafikkarte ist drin, Prozessor. Da muss ich aber sagen, für 400 Euro, was die Grafikleistung hat, ist gut. Eben, aber denkst du, jemand schenkt dir was? Da ist irgendwo ein Haken. Weil du bekommst keine PS4, die eine verdammt gute Leistung hat für 400 Euro. Ja, wenn sie schon sagen, die PS4 hat so eine Grafik wie, jetzt nehmen wir mal Battlefield 4, wie auf dem PC auf hoch eingestellt, dann bin ich doch zufrieden mit 400 Euro. Ja, aber du verstehst nicht, dass daran was faul ist, weil es kann nicht sein. Da würde sie sich ja jeder kaufen, das ist ja das Tolle. Die Grafik wurde vielleicht wirklich optimiert, aber dafür ist der Prozessor schwach. Das bringt irgendwas, es ist immer ja, du spielst ja bei der, du spielst ja bei der PlayStation, nur du hast ja keine anderen Prozesse, sag ich mal, mehr am Laufen. Ja, aber ein PC ist trotzdem dasselbe drin wie der PC. Es ist eine PC-Grafikkarte verbaut, ein PC-Prozessor und die zusammen kosten schon 400 Euro oder 350. Der Rest kostet nur 50 Euro, also ich sehe dem kritisch gegenüber. Ich vertraue der erst, ja gut, selbst wenn du ein halbes Jahr hast, irgendwo ist immer der Haken. Jetzt leckt es gerade fett, ist cool. Aber ich sehe dem schon kritisch gegenüber. Ist ja toll, dass es jetzt 400 Euro kostet, aber ich bin mal gespannt, was dann an zukünftigen Spielen so aussieht, wie die dann laufen. Da wird es dann auch heißen, dass die Grafik nur noch auf Mittel oder so
Werden wir halt dann sehen. Jetzt erstmal für Battlefield 4 ist gut, dass die Grafik halbwegs gut ist. Das ist oder ja, nicht halbwegs gut, sondern wie, gut. Wie heißt's? Keine Ahnung, wie man es nennt. Grafikkarte oder was? Nee, das Spiel. Irgendwas, ich weiß nicht, wie man es nennt. Das Spiel? Ja, wie der das neue Killzone, wie heißt Shadow Force oder so, ich weiß nicht, wie es heißt. Genau, Grafikblender, so sagen sie. Das hat zwar eine verdammt gute Grafik, aber von der Story her ist nicht so gut. Ach so. Also, perfekt für dich. Du hast eine gute Story, eine schlechte Grafik. Nee, eine verdammt gute, sie ist ein Grafikblender. Sie holt nämlich das alles raus, was die PlayStation 4 hat. Ach so. Also, ja, Battlefield 4 zum Beispiel, gute Grafik, scheiß Story. Ja? Kannst du mal durchspielen, freust du dich. Das nee, Einzige, was cool ist, ich hab Black Ops 2 die Story-Modus und noch nicht mal. Was? Ja, ich zock von dir nicht, ich zock Multiplayer. Ja, aber die Story machen wir wenigstens einmal durch. Mit Philipp habe ich darüber auch schon geredet. Sag mal, wenigstens einmal musst du ja, die Story schon hab haben. Ich hab's mir bei Black Ops eh vorgenommen, aber dann, keine Ahnung. Kein Bock. Ja, kannst du mal durchnehmen. Und dann kannst du das Let's Play oder was? Richtig hart von hinten oder wie? Ja, durchnehmen okay. Von hinten. Passt. Wäre eine Option, ja. Nee. Mit der PlayStation 4 werde ich schon zufrieden sein. Hoffe ich, wenn nicht. Kriegen sie eins von vorn Lots. Ja. Holst du den Xbox? Ja, dann hole ich mir die One, genau. Ja. Das lasse ich die Kinect-Kamera immer schön laufen, dass sie mich beobachten können. Ja. Super Sache, gell? Was ich so alles für Sachen mache in meinem Schlafzimmer. Geil. Schlafen? Ja, genau, ja, und zocken. Ja. Suchten, leveln, suchten. Suchten, suchten, leveln. Genau. Wie man es nehmen will. Wie sieht's aus? Hast du schon einen Ladewagen in Reichweite? Nee, ich bin gerade da. Was? Ja, Viech. So soll's sein. Das ist Arbeit, wie ich mir vorstelle. Oh ja, das ist viel zu schnell. Mach mal 4. Ja, mach mit dem Ei. Ja, mit der vierten Tempomatstufe. Ja, ja. Also 10 km/h oder 11, 12. Passen da schon. Ja, bei mir ist gut, ich kann mich halt schon an ungefähr die. Ich weiß halt ungefähr die Geschwindigkeiten, wie es halt bei uns auch, wie wir auch fahren. Also beim Ackern, gut, wir haben auch einen 4-Scharabflug. Da fahren wir mit 5 bis 6, teilweise auch 7. Aber mit stärkeren Traktoren und da fährst du dann schon mal 8 oder 9, auch beim Säen, da fahren wir auch 4 bis 6 km/h. Aber mit einer, also die neuen, die Großflächen mit 8, 9 Meter, die Sämaschine kannst du schon mit 10, 12 fahren, deswegen sag ich dir auch. Aber das Einzige beim Dreschen da mit 10 km/h ist absolut unmöglich. Also Getreide drischt man mit 5 bis 7, 7 ist schon schnell. Und beim Mais fährt man noch ein bisschen schneller, aber da ist auch schon, wenn ich jetzt sage, wie schnell ist denn mal gefahren? 10, also da war schon echt, da haut's den Körner nur so raus, da verlierst du ein Drittel vom Mais, das ist schon scheiße. Guck dir doch an, sieht doch gut aus, oder? Naja, kann man lassen. Willst du mir jetzt reinrennen, hä? Nee. Oh, da ist ja noch was. Dann mach ich das gleich. Der Swadro ist echt geil, der ist so riesig, Wahnsinn. Schon fast sinnlos riesig, aber gut. Sinnlos riesig. Ja. Realismus bitte. Ja, der ist da. Warum bleibt jetzt mein... Leckt! Es leckt! Gleich bremsen. Nee, weil es ist nicht so wie damals, dass du 100 Meter weiter bist. Ja, bei mir war es aber diesmal so. Ja, gut. Also beim, wie ich zum Feld 23 hingefahren bin, wo du gesagt hast, du bist schneller. Da hast du bei mir übelst geleckt, da stand ich dann in irgendeinem Maisfeld. Was? Feld 23? Ja, da wo wir jetzt sind, dass du gesagt, wie wir losgefahren sind, dass ich, wie ich einen anderen Weg gefahren bin, dass du schneller bist. Kann sein. Ach so, ja. Und wäre der Leck nicht gewesen, wo ich dann inmitten irgendwo in Maisfeld gestanden bin, dann wäre ich eh schneller gewesen. Ja, stimmt, weil es eigentlich so ist, wie gesagt, es ist ja nicht mehr wie beim Landwirtschaftssimulator 2011 oder so, wo du dann auf einmal 100 Meter weiter bist, wenn es mal kurz leckt. Nee, du bleibst dann, auch wenn du 5 Sekunden Lecks hast. Du bist nicht sehr viel weiter vorne, aber wenn du 50 fährst, das ist schon gut. Muss ich mal überlegen, wo du gefahren bist. Nein, ich fahr weiter vorne. Wie weit ist denn wie voll ist denn deiner schon? 45. Und du weißt, abladen erstmal zu Hause bei den Kühen.
also dass die erstmal Futter bekommen und Produktion auf 100 kommt und danach mal die BGA voll machen. Aber das ist durch ein Maisfeld, was meinst du, was wir da verdienen? Also, was heißt verdienen, was da Silage zusammenkommt? Deswegen haben wir auch die großen Silagehänger als Mods drin. War das jetzt eine Frage? Nee, eine Antwort. Achso. Das ist, weil ich habe ja mal bei der Westbridge Hills Map, wie ich alleine gefahren bin, da habe ich auf 5 Tage 33 Stunden zusammengekommen. Also das, da habe ich echt gesuchtet, weil, naja, gut, alleine, aber klar macht es alleine nicht so viel Spaß. Ja, also zurück zu unserem Thema. Wie war's? Mhm. Ja, weil wie bei genau wo Elotrix, muss ich jetzt leider Werbung machen, aber Elotrix hat ja mit Vegas, da habe ich irgendwie so das Dashboard von Xbox her gezeigt. Microsoft hat ja irgendwie so ganz eine komische Rechte gemacht. Also du musst zuerst das Dashboard herzeigen und dann darfst du erst das Unboxing der Konsole herzeigen. Lol. Ja, dachte ich mir auch, ja, jedenfalls hat halt Vegas dann auch so gesagt, irgendwie, dass wenn man, ich kann es jetzt zwar nicht mehr 1:1 wiedergegeben, aber es kam halt auch so dabei raus, dass man sich jetzt überlegen soll, ob man sich jetzt eine Next-Gen-Konsole holt oder halt eben das PC, das Geld in einen halbwegs guten PC reinsteckt. Ja, wie gesagt, also an seiner Stelle, Eltrix hatte eh genug Geld, von dem her hat er einen super PC. Spielt aber auch nicht, benutzt ihn eh nur zum Video-Rendern. Ja, aber was glaubst du, wie schnell das bei dem das Rendern geht? Ja, schnell. Aber jetzt bin ich erstmal dran. Zu Weihnachten gibt es einen 477K. Aktuell der beste Prozessor, aber Klammer auf, 800 kostet. Nein, Klammer auf, in erschwinglichen Preisen. Der beste Intel vierte Generation Prozessor, der stärkste auch, aber da zählen jetzt nicht die Extreme Editions für 800-900 Euro dazu, die wo 6 Gene haben und 800-900 Euro kosten. Nein, die sind auch total sinnlos, weil die bringen keinen was. Selbst Sony Vegas ist total sinnlos, auch für die Adobe After Effects. Das ist wirklich für CAD und Grafikprogrammierer sinnvoll, so eine Sache. Und fürs Spielen bringt es einfach nichts, weil es einfach zu teuer ist und es bringt nichts. Du siehst keinen Unterschied zwischen dem Main und dann dem. Ist einfach nichts mehr, weil es ist einfach sinnlos. Es ist wie wenn du 5670 oder 2670 drin hast. Ich würde jetzt nicht sagen, eine 670 bist du völlig ausgelastet, das vielleicht nicht, aber bei 2670 da geht nicht mehr. Und dann 5, da ist auch sinnlos. Da kannst du die anderen drei auch nicht den Hase geben. Mehr. Aber gut. Nicht mehr. Ja, nicht mehr, aber mehr. Also. Da geht nicht mehr. Nee, da geht weniger mehr. Weniger. Mehr weniger. Also, ich bin jetzt mit Pettiger unterwegs. Auch ein sehr schön. Der fasst ein bisschen mehr als deiner. Deswegen denke ich jetzt, ich bin cool. Okay, passt. Ich hoffe, er ist jetzt angeschaltet. Jawohl, das läuft. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen. Also zwischen. Ich dachte immer, wenn du einen Zeta Heu draus machst, hast du mehr Volumen, also hast du mehr davon. Mhm. Deswegen wäre es ja irgendwie auch ein Anreiz, weil sonst wäre es ja nie wirklich sinnvoll, dass du jetzt Heu machst, weil wenn, ist ja bloß ein Arbeitsschritt mehr und es nervt auch, ist auch mehr Zeit, ne? Aber könnte schon sein, dass man dadurch auch mehr Volumen bekommt. Mein Gedanke jetzt so. Ja, könnte schon sein. Realismus bitte. Ja, das wäre realistisch. Wie schnell fährst du jetzt auch 14, 15? Nee, das 10. Licht an hat am Tag! Das hat mir. 10! Wieso hast du das Licht an? 10, ja, weil es jetzt auch 10 Uhr ist. Ja, das ist aber noch hell. Dämmerung, hallo, Licht. Ja, das sieht aber so scheiße aus. Das meint er auch, ich weiß. Deswegen lasse ich es auch noch. Na, das irritiert mich jetzt zur Zeit gerade. Nee, ich fahre jetzt mal mit Innenansicht, viel geiler! Alter, wie jetzt fährt! 100! Ich hau ja ab. Bist du voll? Ja. Also, euch dann einfach ins Silo reinkippen, das da bei den Kühen ist da. Okay, ich frag dich nochmal, wenn ich dann bei unserem Hof bin. Ja. Wahrscheinlich lässt er dann irgendwo. Ja! Ah, ich kenn dich. Nee. Du bist schon so eine Gestalt. Naja. Halt, bist du keine Gestalt. Naja. Das war jetzt nicht optimal. Suboptimal? Ja, das war suboptimal.
ich wieder meine Worte klaut. Aus dem Wortschatz. Ah, da fällt mir gerade ein, Assassin's Creed 4, wie sieht's da aus? Holst du dir das? Also ich möchte ja, eigentlich sicher. Schon, weil so ein kleines Suchtgame. Wie gesagt, Battlefield 4 ist jetzt, also ich bin schon enttäuscht, weil wenn ich vergleiche mit Battlefield 3, klar, am Anfang kotzt jedes Spiel an, auch am Anfang ist jedes Spiel nicht fertig, also nicht wirklich, sollte aber nicht so sein. Ist aber leider nicht so, weil es eben nur ums Geld geht, den Publisher. Ja, die meisten werden frühzeitig rausgehauen und mit dem Patch werden sie erst fertig. Ja, schlimm. Und Battlefield 4 ist ja unübertroffen die Schlechtheit des Jahrhunderts, also. Nicht Ghosts. Nee, so unfertig, das ist der Wahnsinn. Und auch noch der Patch, der nichts bringt, also das wo, ist schon. Wo muss ich jetzt das Gras hin tun? Du siehst ja das, diese zwei, dieses Fahrsilo da, oder? Wo du reinfährst, da links, ja. Rechts. Ja, da fährst du rein und abkippen. Egal auf welche Seite. Ja, ja, das füllt sich ja sowieso. Und wenn wir da einen Radler da haben, muss ich da noch kaufen, könnte ich jetzt auskippen, auch schon kaufen. Cool. Dann kannst du das verdichten, auch mit dem Silageschild. Weil nicht, also nicht drüber fahren rückwärts, das habe ich immer gemacht, aber es ist dumm, weil so kannst du das besser machen. Und wenn du dann, wenn du jetzt schon was drin hast, also wenn du jetzt schon voll bist und dann das nächste Mal abkippst, dann fährst du nicht komplett durch, dann fährst du rückwärts ran und kippst dann aus, ne? Okay. Wenn du komplett drüber fährst, dann presst das Heu oder das Gras wieder zusammen. Das ist aber so ungleichmäßig. Mit dem Silageschild kann man anscheinend ganz gut machen. Und weil es dauert, weil ich will, du willst halt maximal viel reinbringen in ein Silo, ne? Ist klar. Alter, Milchwagen reden wir gleich voll rein. Ja, ja, stimmt, um 7 kommt er. Oh, zwischen 6 und 7. Heute hat er ein bisschen Verspätung. Nee, wahrscheinlich, wenn wir es dann fertig sind mit dem Grasmähen, dann wollen wir dreschen, fängt es wieder an zu regnen. Das wäre geil. Ja, ist ja aber so in 2 Tagen schon von dem her. Ja, so Spiele, was kommt noch? Ja, also Assassin's Creed 4, Black Ops habe ich schon. Ich würde das halt so gerne, also so einen richtigen, so einen Multiplayer spielen. Klar, den Multiplayer, ich hoffe, dass da jetzt mehr gemacht ist als in Assassin's Creed 3, den habe ich nur ein paar Runden gespielt. Ja, am Anfang hat es schon Spaß gemacht, aber dann ist er auch auf den Sack gegangen, weil ich nur verreckt bin. Die haben mich alle immer gefunden, die Wichser. Das ist schon spannend, aber es ist auch, es ist auf jeden Fall nur so für, auf kurzen Spielspaß bezogen. Was? Kannst Multiplayer nicht, oder? Ja, Assassin's Creed 3, der Multiplayer, ja. Ja, der bockt also nicht lange. Ich denke, dass die Story diesmal unglaublich lange fesselt als überhaupt der Singleplayer. Also ich habe ja, um alles zu sammeln, Assassin's Creed 3 eh schon angespielt. 50, ja, du nicht, ne? Kleiner, du hast nur die Story. Nee, Frustmomente haben das Spiel, ja, und GTA 5 haben das Spiel kurzfristig erlöst von dem Leid. Mhm. Aber bei GTA 5 finde ich auch komisch, das hast du jetzt auch schon durch und auch nur in 3 Wochen oder so und spielst auch nicht mehr, schon schade. Aber ich zock schon noch. Ja, aber ich sag, es geht erst richtig ab, wenn es für PC draußen ist, dann kauft sich jeder von uns hier alle, hat es wieder. Nicht. Ja, doch, du auch. Ja, ein bisschen. Kommst dich geschenkt. Von wem denn? Von dir? Geburtstag. Ist doch, ja, oder? Ja. Legen wir zusammen und dann. Ja, und was für ein PC soll der starten? Na, der neue. Was für ein neuer? Schenkst mir auch noch einen neuen oder nee. Einen PC? Nee. Geil. Das sind wir Freunde, hört ihr das? Das ist ein Freundeskreis. Neuer PC, noch Wahl. Kannst du Elotrix anwenden, betteln, machen eh viele. Nee, ich will keine Almosen. Ja, eben. Nee, aber da geht ja 5, das wäre schon super, weil das hat wirklich dann jeder, selbst Arnie, Jojo, Benny hat sowieso, du, ja, eventuell du, weiß ich, Andi wird es wahrscheinlich für die Konsole holen, obwohl, da würde ich ihn fast. Ja, er hat es ja schon für die Konsole. Ja, aber da würde ich kotzen, also mit der Grafik für die, also, ja, klar. Vielleicht kommt ja noch für PS4, aber Andi holt sich ja die PS4. Ich hab's auch dir schon nicht gesagt, das ist hundertprozentig sicher. Ja, glaube ich auch. Auch wenn sie es jetzt schon sagen, sie holen es nicht, aber. Weil da, das ist bestimmt so eine Strategie, sie sagen, sie holen es nicht für die PS4, weil da nennen sich jetzt bestimmt ein paar Leute, ein paar Leute auch nicht, bestimmt ein Haufen gesagt. Für die PS3 nicht gekauft, hätten sie gesagt. Du nicht für die PS3, wenn es eh für die PS4 kommt. Ja, genau. Und jetzt sagen sie dann einfach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr oder so, wenn er das dann für PC rauskommt, ja, für die Next-Gen-Konsolen könnten wir sie auch noch machen. Ja, ja. Dafür, ja, ist genau dasselbe. Wieder, und dann passt sie. Ja, ist genau dasselbe wie bei der PS, bei Battlefield Bad Company 2, als es paar Wochen vor Release von Battlefield 4 nicht mehr ging. Damit, das ist Absicht, damit die Bad Company gespielt haben und
da war noch ein Monat hin oder zwei Monate vielleicht noch, bis auf Battlefield 4.